Leute, Chef Strobel wieder im Start. Und wir zeigen euch noch diesen anderen kleinen Sneak Peek, nämlich die vier neuen Karten. Haben wahrscheinlich die meisten schon ein bisschen so gesehen, weil ich außer dem Video gezeigt habe, dass es 74 Karten gibt. Also wurde schon hart spekuliert auf Reddit. War so ein kleiner Fehler von mir. Ja, wird nicht mehr vorkommen. Also, die erste neue Karte ist Heilung auf jeden Fall. Das ist ein Zauber, ist selten. Dauert 3 Sekunden auf Turnierstandard. Maximum. Radius ist auch 3 und die Heilung ist 176 Leben pro Sekunde. Das steigt dann, denke ich mal, anteilig an. Also das ist jetzt normal auf Turnierlevel, wenn ihr da so drauf tut. Perfekt. Die nächste Karte ist die Nachthexe. Auch eine legendäre Karte. Hat 57 Trefferpunkte, 190 Schaden pro Sekunde, 285 Schaden allgemein. Spawn-Fledermäuse Level 9. Das ist genauso wie die normale Hexe, die ihre Skeleton spawnt die dann halt Fledermäuse. Wenn diese aber stirbt, ist es so, dass da auch nochmal 5 Fledermäuse, glaube ich, spawnen. Das wird extrem geil, Jungs. Ich glaube, die Karte wird auch extrem geil spielbar. Als nächstes kommen die Fledermäuse, kosten nur 2 Elixier. Da spawnen dann auch 5 Fledermäuse, könnt ihr euch vorstellen, wie die Skeletons, nur für die Luft. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann abläuft. Bleibt interessant, oder bleibt abzuwarten. Deswegen wollen wir mal schauen, wie das dann wird. Und natürlich die Banditin, haben die meisten schon auch schon mitbekommen. Da gibt es auch eine Draft-Challenge, die zeige ich euch jetzt dann gleich mit Max. Wird auf jeden Fall auch eine sehr interessante Karte, Jungs. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr auch. Dann sehen wir uns gleich bei der Draft-Challenge. Yo, Leute. Wir kommen jetzt zur Draft-Challenge. Also zur Bandit-Draft-Challenge. Ihr seht das. Ich habe das Feld jetzt schon offen. Und das ist einfach wie eine ganz normale Draft-Challenge. Nur, dass es jetzt so ist, wenn ihr 12 Siege habt, habt ihr garantiert eine legendäre Karte, nämlich den Bandit. Das ist genauso wie beim Elektro-Wizard. Einfach 12-mal spielen. 12-mal gewinnen und ihr habt die Karte. Am Anfang war es so, dass es erst Free Entry war. Jetzt hat sich Supercell doch dazu entschieden, dass keine Gratis-Teilnahme gibt, sondern ihr müsst 100 Juwelen zahlen. Ganz normal wie eine große Herausforderung oder die Elektro-Wizard-Challenge. Wie ihr seht, gibt es auch hier Meilensteine. Nach 2 Siegen kriegt ihr 100 Juwelen, nach 4 Siegen kriegt ihr 8000 Gold, nach 6 Siegen kriegt ihr eine Magical Chest, nach 9 Siegen 25.000 Gold und nach 12 Siegen, wie gesagt, die legendäre Karte. Jetzt ist es aber so, sie überlegen sich zurzeit, das doch nicht zu machen, diese Meilensteine, also dass das rausgenommen wird, dass ihr garantiert 8000 Gold bekommt. Es kann vielleicht sein, dass ihr zum Beispiel garantiert 7000 Gold bekommt oder 5000 und keine Magical Chest, sondern vielleicht eine Giant Chest oder vielleicht auch mehr, wer weiß. Also sie sind noch dabei, das so ein bisschen umzukrempeln, dass es, wie gesagt, Abänderungen geben kann. Das ist jetzt noch nichts Festes, dass die Meilensteine bleiben oder ob sie so gut bleiben, wie sie gerade sind. Deswegen bleibt abzuwarten, wie das wird. Ich habe jetzt hier den Max dabei. Jo, Max. Ja, moin. Und wir werden jetzt gleich mal die Draft-Challenge zusammen spielen. Ist eine stinknormale Draft-Challenge und dann wollen wir mal schauen, was so geht. Ist gleich. So, Jungs, wir suchen jetzt den Max als Gegner. Wie ihr seht, sind hier unten die Meilensteine. Wie viel man bekommt, ist wie gesagt nicht fix, dass das so bleibt, wie es ist. Kann alles noch geändert werden, rausgenommen werden, verbessert werden, verschlechtert werden. Bleibt abzuwarten. Ich suche jetzt den Kampf. Ist wie gesagt eine Draft-Challenge und dann mal schauen. Jo. Jo. Sehr, sehr schwierig hier, ne? Was man dann nimmt. Oh nee. Ihr werdet mich alle hassen, wenn ich jetzt diese Karte nehmen werde. Oh, was hab ich denn hier? Scheiße. Okay, das ist natürlich übel, ne? Wie viele neue Aufnahmen machen. Ich hab echt Scheiße. Also muss ich sagen. Mal gucken. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den Babydrachen gegeben habe. Ich bin so dumm. Alter, ich hab dir auch echt mega den Mist gegeben, weißt du das? Alter, weißt du wie krank? Scheiße. Oh, ist das hässlich. Das ist gleich schon mal wieder ein Paradebeispiel, wie es nicht laufen sollte in dieser Challenge. Da hat man, schon gleich keinen Bock mehr drauf. Ja, ich wusste, dass diese Karte kommt. Was mache ich jetzt? Ich kann nur den Eismagier spielen. RIP. Alter. Oh nein. Das tut mir halt echt leid, ne? Ich sehe aus wie der letzte Vollidiot. Ja, ich weiß, was soll ich mit dem Deck machen? Ja, warum hab ich denn ein X-Bogen-Inferno-Turm-Deck? Krass. So, jetzt den Turm müssen wir fallen lassen, Jungs, so wie es aussieht. Noch stehen, aber. Alter, du hast einen Lava-Hund und einen Packer und ich hab diese ekelhafte Karte in den Inferno-Turm. Ja. Extrem belastend.
Guck dir das an. Ey, das ist aber auch ordentlich was am Start, ne? Ja. Ich habe aber nicht, ich hab eigentlich so gut wie nichts gegen Luft, fällt mir gerade auf. Nice. Also ich habe nur den Eismangel gegen Luft, also Luft ist bei mir RIP. Ja. Ich habe mich schon gefreut, dass ich die Karte hier wenigstens habe, aber die macht halt auch nicht viel. Ach stimmt, wieso habe ich die Karte eigentlich nicht? Weil ich sie am Anfang aussuchen durfte, ob du einen X-Bogen bekommst oder die Karte. Ach, ich dachte beide kriegen das, ähnlich wie eine Elektromagier-Challenge. Nee, dass man... Nee. Hey. Das ist krass, oder? Ja. Ich glaube durch den Splash-Damage, nein, doch, stimmt, ich bin Tower. Können wir vielleicht noch davor, ja, nice. Ja, ich habe auch keinen Zap oder so, ciao. RIP, mein Deck ist viel zu Alter. Teuer. Alter. Was soll ich denn tun? Also diese X-Bogen-Inferno-Türme, die regen mich ja schon public auf, ne? Aber wir machen echt das allererste Game in der Draft-Challenge und ich habe diesen Bullshit einfach. Oh, da kann ich nichts machen, das Deck ist zu teuer. Nee, ich weiß. Du hast ja drei Tanks, was ist denn da los? Ja. Geil. Wir geben nicht auf, Jungs. Nee. Können wir dann nochmal machen. Da hab ich jetzt aber ein kleines Problem, ne? Mhm. Ich merk's. Ich wollte durchkommen, aber sieht nicht gut aus. Was macht der Royal Giant mit mir? Kann er hier noch den Turm holen irgendwie? Hab ich auch nichts zum Back? Ey, das geht. Nein, das verliere ich. Komm schon, komm schon, schieß hin. Nein, er schießt nicht mehr. Oh, Turm, was? Oh. Die Zeit! Also dachte ich. Oh, Alter. Der Inferno-Turm hat den halt gesaved, weil ich hab noch mein. So, wir springen in das zweite Game. Ja. Yep. Ich suche wieder. Ich suche auch. Hoffentlich ist mal ein richtiges Deck. Ja, perfekt. Okay. Das. Schwierig. Schwierig, schwierig. Und das. Ah, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich gut gedraftet habe. Ich habe hier echt Scheiße gebaut. Also, kann man nicht anders sagen, ich habe hier echt Scheiße gebaut. Aber mein Deck ist immerhin schon mal von mir, also die Hälfte passt diesmal besser, Jungs. Es passt besser. Ich habe. Oh, geil, du hast mir den Bandit gegeben. Ja. Geil. Der ist noch nicht so sicher in meinen Händen, da gebe ich die lieber dir. Boah, der hat halt instant einen Ofen. Einen Ofen an. Elixierpumpe. Bombenturm gegeben, ne? Hast du dann wieder den Inferno-Turm? Nee. Nee, okay, das ist ja schon mal gut. Oh, warte. Schafft sie das? Nein, die schafft's nicht. Oh, und du hast ja die Skelette. RIP. Was mir auffällt. Ja? Du hast die Pfeile. Ja. Oh, Mirage, mega, gefällt mir doch. Guck dir das Viech mal an. Oh, zwei Hits. Nein. Los, mega lecker. Ah, du hast schon wieder die Pfeile. Wie schnell rotiert dein Deck? Ja, viele, viele teure Karten, aber auch einige günstige. Boah, die waren aber richtig schnell wieder am Start. Oh no. Dann, du spielst ja bestimmt noch irgendeinen Tank oder so. Da fehlt noch eine Karte. Ja, das ist schon wieder eine Elixierpumpe, was? Ich kann ja nicht so. Skelette, Mega-Minion? Ich kann ja nicht so. Das cycelt hier schnell durch. Und dieser Bombenturm einfach. Der hat so viel Leben, ne? Das ist auch so eine dämliche Karte. Ich hasse defensive Gebäude für 5 Elixier. Wieso werden mir die ganze Zeit zugesteckt? Vor allem wurde jetzt auch besser gemacht. Ja. Alter, wie soll ich da durchkommen? Hilfe. Oh no. Schon wieder. Boah, ich wollte eine Minion-Hole predikten. Hab ich gemerkt.
Das wäre so cool gewesen, ne? Oh, der Prinz, das war nice. Alter, der günstig. Günstiges X-Bogen-Deck. Mit dem Bombenturm wird ja immer geiler. Warum habe ich schon wieder so ein Deck? Guck dir das mal an. Wieso kann nichts Luft angreifen? Oh, das war eine üble Packung. Meine Güte. Oh, was? Leute, wie schnell die da mal durchrast einfach. Rastet da voll aus. Du kommst aber auch nicht durch, ne? Nee. Irgendwie muss ich das ja deffen. Und meine Elixierpumpen sind weg. Das war doch der krasse Vorteil, den ich hatte. Ich hatte doch zwei, weißt du, du bist voll ins Game gekommen. Ah, dieser Bombenturm, Alter. Er stirbt nicht. Was ist das für eine kranke so Verteidigung? Ne? Ich kann so mitfühlen mit dir. Ja, was soll ich machen? Soll ich ihn nicht sitzen und verlieren? Nee, das ist echt scheiße. Ist ja alles legitim, was du spielst. Ja. Na, immerhin stimmt die Verteidigung. Ah, dieser defensive Bullshit hier. X-Bogen, Bombenturm, Elixierpumpe. Mann, hätte ich dir immer nicht die Pfeile gegeben. Was hätte ich... Ah, da hättest du das Kampfholz. Lol, dann wäre meine Ding an mir eigentlich OP. Fällt mir gerade mal auf. Geh das doch mal an hier. Passt das? Nee, das passt nicht. Oh, wie sollen wir da durchkommen, Boys? Was macht denn mein... Kill mal den X-Bogen da. Der Inferno-Drache nervt mich, ja? Komplett kalt. Oh, die lebt noch! Alter, was macht denn... der Bandit her. Nein, hallo! Alter, wie knapp! Ich dachte jetzt gar nicht mehr, dass das Viech nach dem Boulder angreift. Was soll ich... Ich weiß halt nicht, was ich machen soll gegen den... Jetzt kommen wieder eine Pfeile, ja, RIP, Mann. Bandit, greif an! Dieser defensive Scheiß, ne? Der Prinz haut den Banditen gut um, ne? Starkes Holz, aber krieg ich einen Hit raus? Nein, krieg ich nicht. Ey, geht das unschön aus? Ja, diese Games. Ah, der X-Bogen macht das ganz nice. Ja, ich glaube, der X-Bogen hatte ich echt lieb in der Challenge. So, und setz dich doch einmal durch, X-Bogen. Oh, der kämpft ja gar nicht am Bowler vorbei. Das ist ja echt ein... Oh, jetzt hast du mich, glaube ich. Den kann ich so schnell nicht aufhalten. Komm schon! Nein! Oh, ich dachte, das ist der Push, der mir alles jetzt... Hat halt echt die zwei Elixierpumpen, das ist schon wieder... Das ist schon wieder Geschichte. Ja, das ist so fels... Hätte ich dir die Pfeile nicht gegeben, hätte ich das gewonnen, ohne Spaß. Hätte ich dir das Kampfholz gegeben, weil das hätte... Das tut mir auch echt leid, ich weiß nicht. Ich habe im ersten Game Inferno-Turm, X-Bogen, jetzt habe ich das hier... Egal, dann können wir gleich nochmal eins spielen. X-Bogen, Elixierpumpe, es ist echt... Ich suche gleich nochmal, wenn wir gleich nochmal ein Game machen. Machen wir noch ein Game. Deswegen spiele ich ja die Draft-Challenge nicht so gerne. Ja, ich weiß auch nicht. Supercell weiß ja, welche Karten Spaß machen und welche nicht. Ja. Wieso... Bieten sie so viele Gebäude an? Wie kann das sein, dass man so viele Gebäude jetzt hier gerade hat? Ist ein bisschen krass, oder? Mhm. Das ist die Frage. So, was nehme ich hin? Oh! Scheiße. Das ist jetzt ja eine Sache. Ich habe jetzt dir mal den Bandit gegeben. Wollte ich mal. Ey, ich hab schon wieder Mist gebaut einfach. Ich guck da meine vier Karten an und denk mir, Bullshit, was hab ich denn da schon? Was hab ich mir dabei gedacht? Nee, das wird mal den Bandit gegeben, dass du mal mit ihm spielen darfst. Ich hatte ihn schon wieder zur Auswahl. Na, eben hatte ich ihn ja zur Auswahl, habe ich ihm mit Absicht gegeben. Ja, jetzt will ich mal sehen, ob du mit ihm klarkommst. Aber ich finde, beide sollten irgendwie den Banditen haben, oder? Ja, das hab ich ja auch eigentlich gedacht, aber. Ich auch. Das war mir eigentlich hundertprozentig klar. Aber ist es einfach nicht. Was ist das wieder für ein Deck? Hilfe. Oh, das ist krass.
Hexe. Gegen Bandit und Dings. Das auf jeden Fall stark. Gut. Das sieht schlecht aus. Jetzt musste ich einen Feuerball auf die Goblin Gang werfen. Und die Pfeile auf die andere, weil die Reihenfolge nicht gestimmt hat. Das tut richtig weh. Wieso hast du schon wieder eine Minion Horde, ey? Minion Horde und Kobold Fass, Alter. Und du hast aber halt wieder Pfeile und Feuerball. Das stimmt. Oh no. Das ist halt auch wieder extrem belastend. Jetzt, wo ich weiß, was du hast, auf jeden Fall, aber mein Turm ist ja jetzt schon wieder weg. Ja, das hatte Glück, dass jetzt ein Überraschungsmoment auf meiner Seite war. Ja. Ich hab hier halt gar nichts. Oh, ich weiß nicht, welche Karten ich hab, aber. Ich war jetzt gezwungen, einen Golem zu setzen. Das ist nicht gut. Ja, ich habe eigentlich keinen guten Single-Target-Damage, fällt mir mal auf. Du hast den Prinz. Ciao. Was ist das? Also Musketier ist auch voll in Ordnung. Die Hexe, das ist doch Damage. Jetzt hast du einen Fehler gemacht. Die Karte hast sogar du mir gegeben. Oh, die habe ich dir echt gegeben. Da wäre ich jetzt nicht mehr drauf gekommen, dass du die noch parat hast. Ja. Ich habe echt gedacht, dass du das dir gemerkt hast. Ah, da war der Feuerball. Beihard-Mode ist noch nicht an. Nein, was macht die Valkyrie? Alter, da geht's. Sie tankt sich einfach durch. Oh, klasse. Ist das klasse. Und den Ballon, WTF? Ja, das ist jetzt echt ein bisschen hässlich, weil du hast halt echt Eismagier, Musketier und Hexe, ne? Ja. Und eine Minion-Horde. Oh, den Tornados, den hab ich dir so gegeben. Ja. Oh, hab ich die Kartenauswahl verkackt. Ist das hässlich. Guck mal, was du gegen Luft hast. Ich freue mich, dass ich diesen bescheuerten Ballon habe, aber das ist ja so falsch in dem. Ich habe auch einfach keinen Flächenschaden. Komm, das Ding hast du gewonnen. da reiß ich nichts mehr. Ja. Gut, ich habe auch erst gedacht, soll ich dir die Lakaienhunde geben, aber ich habe auch überlegt, ob ich das Musketier mitnehme oder den Banditen, aber da habe ich gedacht, nee, da muss ich eher den Banditen mitnehmen. Das Musketier. Ich hatte am Anfang diese Golem-Ballon-Kombi und dachte, okay, das ist ganz nice, und danach kamen immer wieder Karten dazu, die einfach gar nicht gepasst haben. Ja, wie gesagt. Wollen wir noch ein Game machen, dass ich auf die 100 Juwelen komme? Ja. Oh, jetzt habe ich die hier gerade bekommen. Einmalige Belohnung einfordern. Ah, guck mal, man kann sie jetzt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, jetzt habe ich sie eingefordert. Und jetzt ist da ein Haken, jetzt ist sie weg. So, seit zwei Siegen dann einfordern. Muss man aber nicht, ne? Ach ja, doch, es wird automatisch eingefordert. Man muss das einfordern. Achso, man muss drauf drücken, okay. Aber. Nee, aber wir schaffen automatisch, ich konnte es nicht verhindern, weil mir wurden automatisch die Dinge angenommen. Gut, und das ist ein grüner Haken und damit ist es raus.